Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco die 44591, ein Eilzugwagen als Halbspeisewagen aus. Lief so zwischen den Epochen 3 und 4, so dazwischen. Bin mal gespannt, da haben wir nämlich noch nicht so viele von. Ja. Ja, perfekt. Ganz vorsichtig, so. Schön. Das scheint eine alte Verpackung zu sein. Die sehe ich immer bei gebrauchten alten Sachen, so welche Verpackungen. Die scheint jetzt nicht gerade die neueste zu sein. Ja. So. Der Eilzugwagen ist aus der Gruppe oder Bauart 36. Der. Ja. Die Bezeichnung des Wagens ist BR4YMG. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe nur den Fach, den die Bezeichnung da stehen. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Vielleicht weiß es jemand besser von euch, aber da habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Okay, die Kupplung lose, flackt da einfach rum. Das sind hier noch Zurüstteile. Und hier sind nochmal zwei paar Kupplungen. Okay, dann nehmen wir doch mal den Wagen raus. Wenn der Wagen es erlaubt. Ist noch ein bisschen Schaumstoff. So. Okay, die Kupplung finde ich schon mal sehr, sehr komisch. Die haben wir bei keinem Wagen bis jetzt gehabt. Die haben wir vergünstigt bekommen, die Wagen. Den Wagen. Ja. Hier ist die Trennung zwischen zweite Klasse Wagen und Halb Speisewagen. Sieht doch sehr schön aus, die zwei Türen da an den Seiten. Schade, wir können keine Kupplung, die sie da mitgebracht haben, benutzen. Außer die im äußersten Notfall, aber ansonsten sind das nicht unsere normalen Kupplungen, die wir benutzen. So, hier ist noch. Die. Bedienungsanleitung von dem Wagen, Anleitung, wie man Sachen abmacht, dran montiert und so. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, also ich denke mal, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.
Und es kommen noch weitere von diesen Wagen. Wir haben jetzt halt dann nur einen. Also dann aktiviert die Glocke, um die anderen Wagen nicht zu verpassen und das Fahrvideo der Wagen nicht zu verpassen. Da kommt ja auch noch eins. Ja, und dann ciao.